Und zwar möchte Merwan wissen, ob du nicht Angst hast, dass Farid ihn in Asphalt Massaker 3 zerstören könnte. Mich? Weißt du, was aus Fuhrmann und Bent geworden ist? Da habe ich bestimmt auf irgendeinem Turn irgendeinen Scheiß mal erzählt. Und er fand es wahrscheinlich voll lustig, ich bestimmt auch. Aber ich kann mich null daran erinnern, was das mit dem Vogeligel und Hasen auf sich hat. Dann machen wir mit Chris Heisenberg weiter. Der hat nämlich gefragt, ob du dir ein Mixtape oder ein Album mit Tony D vorstellen könntest. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen auf hiphop.de. gleicher mit Brille anfangen. Und es geht genauso lustig weiter. Vitaid an meiner Seite, wir sind im dritten Interview und zwar werden wir jetzt ein paar Fanfragen abhandeln. Okay. Mir geht's doch gut, ja? Ja, alles gut. Wir können gerne loslegen. Ein bisschen kalt ist es tatsächlich hier. Ich würde sagen, bist du nicht verfroren, ja? Noch nicht ganz. Du? Es wird langsam unangenehm, ja, ne? Ja, aber kriegen wir. Wir geben Gas. Wir sind professionell. Wie gesagt, es geht mit einem Brüller los. Du sollst die Geschichte vom Vogel und Igel oder Hasen kein Plan mehr erzählen. Das wünscht sich Pascal Garcia auf Facebook. Kenne ich nicht. Vogel, Igel, Hasen? Also, er soll mal die Geschichte vom Vogel und Igel oder Hasen kein Plan mehr erzählen, die ist Killer. Da habe ich bestimmt auf irgendeinem Turn irgendeinen Scheiß mal erzählt. Und er fand es wahrscheinlich voll lustig, ich bestimmt auch, aber ich kann mich null daran erinnern, was das mit dem Vogel, Igel und Hasen auf sich hat. Das habe ich den Fans zu viel versprochen. Ich habe gesagt, es geht mit Brüller weiter. Ja? Ach so, tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, was Vogel, Igel, Hase. Ich weiß es wirklich überhaupt nicht mehr. Dann machen wir mit Chris Heisenberg weiter. Der hat nämlich gefragt, ob du dir ein Mixtape oder ein Album mit Tony D vorstellen könntest. Ja, schon. Aber ich glaube tatsächlich, dass es zeitmäßig ein Problem ist. Also ich will ja auch mit Sido ein Album zusammen machen, ein Solo-Album will ich auch wieder machen. Ich könnte nicht sagen, wann es sein wird, aber mit Toni immer gerne, ja. Nur die Zeit fehlt. Könntest du dir eine Agro-Retro-Tour vorstellen, in der man nur Lieder bis 2008 performt? Klar, ich kann mir eigentlich alles vorstellen, was Spaß macht und ich glaube, das wäre sehr witzig. Also? Könntest du es nicht nur vorstellen, sondern würdest du es auch machen? Ich würde es auch machen, ja klar. Ja. Okay, lieber Chris Heisenberg, vielleicht hast du ja Glück. Dann darfst du demnächst auf Tour deine Lieblingslieder mitkrönen. Also ich mag noch sagen, auf der Retro-Tour, die ich dann im März, April starte, da werde ich viele alte Songs auch spielen, halt Retro. Ja? Also viele alte von den Agro-Ansagen, von den Solo-Sachen auch. Und natürlich auch welche vom neuen Album. Aber das ist so zwar Solo, aber es geht schon in die Richtung auch. Okay, Hengst möchte wissen auf Twitter, wer wohl mehr Frauen hatte, du oder er? Während der Rap-Karriere oder zählt vorher auch schon? Ich glaube, er hat geschrieben damals. Lieber Bassultan Hengst, twitter uns doch mal, aber ich glaube, du hast gesagt damals. Dann würde ich sagen, allgemein würde ich sagen, ich glaube, er ist ein krasser Ficker. Sein Album heißt ja jetzt auch Musik wegen Weibers. Ja, kommendes, also. Ja, dann muss er auf jeden Fall mehr gehabt haben. Muss. Okay. Das Wettrennen hat er gewonnen. Janis Kringel möchte wissen, ob du das Video gesehen hast, an dem Bassultan Hengst nur einmal an seiner Tüte gezogen hat und das Interview so gut wie abbrechen musste. Beim guten Toxic war das. Mit Zerg zusammen. Ja, auf Tour. Ja, wo er dann einfach abgezeckt ist, war? Er wollte unbedingt zu Beginn des Interviews einen Joint rauchen, hat einmal dran gezogen, ist zusammengeklappt und ist irgendwann gegangen. Ich glaube, ich habe es gesehen. Das ist ja schon eine Weile her, ne? Das war irgendwie auf der Sido-Tour oder so bestimmt, ne? Ja, ich glaube. Ja, ich glaube. Ja, doch, genau, Sido-Tour, ja. Ja, Erfurt schon, oder so. Ist schon ein Weilchen her, aber ich glaube, ich habe es gesehen, ja. Dann hat einfach Zerg irgendwie eine Stunde lang oder so Fragen für Bassultan Hengst beantwortet. Cooles Konzept. Also wenn das nicht Rock'n'Roll ist, dann weiß ich auch nicht, Alter. Dann weiß ich auch nicht, ja. Apropos Rock'n'Roll, Daniel Swali möchte wissen auf Facebook, Daniel, ob du dir noch ein New Metal Album mit Emil Bulls vorstellen könntest. Emil Bulls, wie spricht er die aus? Emil Bulls, ja. Definitiv, kann ich. Ist halt nur eine Frage, jetzt bin ich gerade wieder auf Hip-Hop hängen geblieben und gefällt mir gerade besser, das zu machen, aber in Zukunft sehr gerne, ja. Könntest du dir auch andere Genre vorstellen, fragt er, sowas wie Reggae oder Drumbeats oder Jazz? Reggae würde, glaube ich, nicht so passen. Bist du nicht Kiffer? Ja, aber ich habe keine Gesangsstimme, also ich kann überhaupt nicht singen und Reggae, finde ich, das muss schon gesungen sein und so, da muss man schon eine coole Stimme für haben. Autotune?
Nee, das ist ja, nee, also Reggae muss schon ehrlich sein und du musst schon die, ich finde, du musst schon die Stimme haben, die du hast, oder halt eben nicht, dann einfach sein lassen und Reggae hören und sich freuen. Ja, ansonsten Drum and Bass kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ja, Schlager nicht so. Jazz war auch noch Ah dabei. ja, Jazz. Mit Jazz und fetten. Klassik. Jazz und Klassik kann ich mir auch noch gut vorstellen. Okay. Adem Demirci fragt, ob du Neger Neger Teil 2 irgendwann machen wirst. Und er findet, das ist bisher deine beste Platte. Neger Neger 2 wird nicht passieren. Dafür, ja, das war damals die Zeit, war super. Heute würde ich es einfach nicht mehr so machen. Und dass es meine beste Platte ist, ist natürlich Ansichtssache, aber freut mich, dass überhaupt eine Platte von mir gefällt und dass du alles gehört hast, um zu sagen, dass das die beste ist. Finde ich gut. Ist ja auch ein Lob. Ja, voll. Dominik Märtyrer fragt, warum du so einen Lebensweg eingeschlagen hast, obwohl du meintest, Agro für immer. Wahrscheinlich meint er den Rockweg, ich weiß nicht, oder dass du ruhiger geworden bist. Ja, also wenn man jung ist, sagt man viele Sachen, die man dann irgendwann später vielleicht nicht mehr einhalten kann. Und wenn ich gesagt habe, Agro für immer, dann kann man es natürlich auch, da kann man natürlich auch ausweichen und sagen, ja, es ist ja auf meiner Haut tätowiert, also werde ich es auch für immer sein. Wo ist das sichtbar? Ohne dich jetzt komplett aus. Ja. Ah, Agro Berlin, AB. Genau. Und das Sägeblatt ist hier auf der Schulter. Also ja, mehr Agro geht nicht. Sascha Kassler möchte wissen, wie dein Tagesablauf ist und ob du von Mucke leben kannst. Mein Tagesablauf, also ich fasse jetzt mal kurz zusammen. Meistens früh aufstehen, Frühstück machen, auch mit den Kids zusammen, zur Schule bringen, die Kinder, dann arbeiten, ob es Videos sind, ob es Musik ist, ist halt sehr unterschiedlich, sehr vielfältig, das finde ich ganz gut. Und ja, dann irgendwann bis nachmittags Kids wieder abholen und versuchen, einen Familientag oder Nachmittag dann zu verbringen. Klappt jetzt gerade sehr selten, aber ich kann von der Musik leben, auch von den alten Sachen sogar noch. Ich bin nicht reich, aber es reicht. Ich kann meine drei Kinder ernähren und freue mich meines Lebens. Wie alt sind deine Kinder? Die gehen zu, also zwei davon gehen zur Schule, einer ist noch im Kindergarten. Wissen die schon, was du machst, beziehungsweise früher, was du früher gemacht hast? Ja, natürlich kennen sie die Songs von damals nicht, das nicht. Also nur ausgewählte Songs. Also es gibt ja auch schöne Lieder, die ich gemacht habe, die jugendfrei sind. Und die dürfen sie dann auch hören. Dann gibt es halt so Sachen wie Ich bin's, die kriegen die dann halt mit so. Und dann muss ich denen schon ein paar Wörter erklären, was es bedeutet, wieso ich das sage. Weil sie dürfen ja die Wörter nicht sagen, aber ich sage sie selber. Ja, das ist dann natürlich immer so ein Zwiespalt. Aber wenn man das denen so erklärt und die wollen auch immer Geschichten aus meiner Jugend hören. Und finde es dann halt auch immer voll traurig, wie ich aufgewachsen bin, aber verstehen dann natürlich im Gegenzug auch, also warum ich dann diese Wörter benutze und so. Ja, also das, man unterschätzt Kinder da sehr. Kinder können, sind sehr schlau und verstehen auch schon sehr viel. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, da werden sie dich fragen, beziehungsweise werden sie im Internet recherchieren und werden auf Lieder stoßen, die du vielleicht jetzt gar nicht mehr so feierst. Was wirst du dann denen sagen? Einfach so, wie es ist. Also so, wie ich es dir auch sage. Ja. Es war, die Zeit war so. Zu der Zeit fand ich es richtig gut. Habe das erzählt, was ich gelebt habe. Und wieso soll ich mich dafür schämen oder verstecken? So war ich. Jetzt bin ich ein bisschen anders. Im Grunde bleibt man doch immer derselbe, weil die Erlebnisse, die löscht man ja nicht. Die hat man ja trotzdem in sich. Und von daher ist es halt auch ein Teil meiner Persönlichkeit, die mich geprägt hat. Von daher würde ich es einfach erklären und dann passt das. Hast du nicht Angst, dass sie dann irgendwie Sachen finden, die sie interessant finden und gerne nachahmen oder irgendwas für cool finden Ach, und guck mal, dann doch lieber meine Sachen und ich kann ihnen alles genau erklären, anstatt sie irgendwas anderes geil finden, wo ich irgendwie nicht so drin bin. Also stell dir vor, die werden jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendein anderes Genre, was sie überkrass finden, wo es voll düster oder irgendwie so hier Satanisten oder sowas, was weiß ich, wo dann auch so dann Köpfe oder Kühe oder irgendwas geschlachtet wird oder so. Und wie soll ich denen das erklären? So, da bin ich nicht drin, da müsste ich mich dann erst reinfuchsen. Würde ich dann auch tun, aber das wäre viel anstrengender und viel zeitaufwendiger, als wenn sie von meinen Sachen geprägt sind, wo ich denen genau erklären kann, was es damit auf sich hat. Das macht für, also wäre für mich leichter, tatsächlich. Michael Hedermann möchte wissen, ob man mit Turmspringen mehr verdient oder mit Rapmusik.
Turmspringen ist wirklich nur eine Fun-Sache. Da verdient man. Nee, das. Da gibt's auch keine Gage oder so, doch, oder irgendwie. Da gibt's eine Gage, aber es ist mehr so ein Obolus so. Und alles, was ich da mitgemacht habe, ich habe es nie wegen Geld gemacht. Ich habe es immer nur gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Ja, und Turmspringen, ich war, bin damals auch gerne in meiner Freizeit Trampolin gesprungen oder Bodenturnen und sowas habe ich beim Sport auch gerne immer gemacht. Also alles, was mit Saltos ist und Drehung und so, habe ich gerne gemacht. Und deswegen wusste ich, dass Turmspringen genau das Richtige für mich ist. Und habe auch, also ich habe die schon ein bisschen penetriert und gesagt, ich will da mitmachen. Ich will einmal da von da oben springen und das Training mitmachen. Und die haben das dann, haben sich überreden lassen und waren dann aber auch sehr zufrieden mit der Leistung. Ja, hast du Stefan Raab persönlich kennengelernt? Ja. Oder ist das einer, der dann, ja? Wie ist er so privat? Total nett. Total. Also Stefan Raab ist ja ein Mensch, über den weiß man gar nichts. Nee. Überhaupt nichts. Der gibt auch privat nichts preis. So. Also, was heißt privat? Also, wir haben jetzt nicht gechillt und Teechen getrunken, aber hinter den Kulissen chillt man halt dann schon so ein bisschen miteinander. Und man redet halt so Smalltalk-mäßig was, aber er ist immer sehr respektvoll. Und sehr nett, ja. Also ist er auch witzig hinter der Kamera? Oder hast du so dieses, man sagt ja so ein bisschen, dass er sehr schwierig sein soll. Da, ich glaube, dazu haben wir dann wieder zu wenig Zeit zusammen verbracht, als dass ich das wirklich sagen kann. Also natürlich reißt er den einen oder anderen Witz auch hinter der Kamera. Man weiß nicht, ob es jetzt wirklich denn seine private Seite ist oder ob er einfach weiß, okay, ich bin jetzt zwar hinter den Kulissen, aber es sind ja trotzdem nur Arbeitskollegen oder meine Gäste, die ich bei Laune halten muss. Ja? Das ist ja der Gastgeber quasi, er kann genau. Sich ja nicht daneben benehmen. So. Genau, von daher kann ich das nur so aus der Sicht erzählen. Ja. Theodor Pfeiffer fragt, wieso dein Album schon so früh im Internet geleakt ist. Also das ist scheinbar relativ früh aufgetaucht. Ich glaube, es ist wegen der Hörprobe auf Empire. Das haben wir denen zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, von da haben sich die Leute es halt dann gerippt und verbreitet. Einfach. So kann ich es mir erklären. Also es ist so, dass du irgendwie dein Album rumgeschickt hast an Magazine oder an sonst was? Doch, das auch. Vielleicht kommt auch alles zusammen. Das kann auch sein. Aber ich wollte es halt retro machen und damals hat man halt eine CD noch hingeschickt zu der Presse. Ja? Okay, wir haben auf jeden Fall nichts von dir bekommen. Warum gibst du anderen Magazinen dein Album uns nicht? Weil ich... Für Spaß. Nein, ich kann dir auch trotzdem würde ich sie gerne erzählen, weil wir mit einer Printmedia-Agentur zusammengearbeitet haben und sie hat es dann natürlich auch nur an die Printmedien rausgeschickt und nicht an die Online, weil wir haben gesagt, Online machen wir selber, aber Online konnte man dann eigentlich streamen auf meiner Seite, aber wahrscheinlich hatte ich euren Kontakt gar nicht, weil ich habe jedem persönlich oder eine Rundmail persönlich geschrieben und es kann sein, dass ich euren Kontakt gar nicht dabei hatte. Jetzt kennst du mich. Habt ihr nie eine Mail von mir bekommen? Das ist wirklich, das war nur ein Spaß, aber nein, haben wir nicht. Ja, aber es würde mich interessieren. Nee? Okay, nächste Mal. Aber, ach, nur Spaß, wirklich. Sven Wulff möchte wissen, dem kannst du jetzt ein bisschen was zurückgeben. Ja? Wann du, also willst du nicht aufhören, hat er gefragt. Nö. Ja? Sollte ich? Nö. Kurz und knapp? Nö, will ich nicht, warum? Sven Wulff, tut mir leid. Was hältst du von Beef zwischen Bushido und K1, möchte Marvin Papert wissen. Ich hab's nicht 100% alles, oder sagen wir so, es ist schon eine Weile her, als ich mir den Bushido-Song angehört habe. Den K-Song habe ich nicht bis zum Ende geschafft. Es war sehr spät und ich war sehr unkonzentriert und musste dann ab der Hälfte, ich habe es mir durchgehend angehört, aber war mit dem Kopf nicht mehr bei der Sache. Von daher kann ich jetzt keine wirkliche Meinung dazu abgeben, aber ich kann sagen, dass die es untereinander natürlich klären müssen so und ich mich auf keine Seite stellen werde. Hältst dich ganz geschickt raus. Ja, definitiv. Wie gesagt, ich habe da einfach keine Lust mehr drauf, da irgendwie Stellung zu beziehen oder irgendwie mir eine Meinung zu machen. So, das ist, ich höre es mir gerne an, so weit wie es geht, so wie die Kapazitäten halt sind, aber ich bin da nicht so, oh krass, was hat der gesagt, oh, der ist geiler, nein, der ist geiler oder der ist realer oder so. Das ist alles, das ist für mich nicht relevant. Ich habe eine interessante Frage. Ich stelle ja nicht nur positive Fragen, sondern auch so ein bisschen, ne? Gefährliche Fragen. Und zwar möchte Eugenio Pereira Marinho wissen, wie er dazu steht, dass er heftig von Rocco Stark kassiert hat. Ja, passiert. Ich meine, du kennst ja selber als Boxer, wenn du, ich bin ja kein Boxer, ja, aber wenn man an dem im Ring steht und davor sehr viel gekifft hat und seine Lunge sehr beansprucht hat mit anderen Sachen als mit Sauerstoff alleine, dann geht einem schnell die Puste aus. Und ich denke, technisch habe ich
schon ganz gut was gelernt in den 6 Wochen, die ich trainiert habe. Aber Kondition kannst du halt nicht aufbauen. Und dementsprechend. Du hast dich wirklich 6 Wochen, in 6 Wochen hattest du Zeit für diesen Kampf? Genau. Das ist schon sehr wenig, muss man dazu sagen. Ja, genau. Und ja, hab mir halt die größte Mühe gegeben. Im Endeffekt ist der Typ halt ein Marathonläufer und ein Sportler, seit der 16 ist, und hat da einfach die längere Puste. Und dass ich den Typ jetzt nicht K.O. haue mit dem ersten Schlag, das ist auch klar, weil ich glaube, der Typ kann schon einiges verkraften. Also so wie es aussieht, hat der bestimmt auch schon öfter in der Schule mal was abgekriegt oder so, ja? Weil der halt konnte wirklich nehmen. Also wenn man sich den Kampf anguckt, ich habe ihm wirklich auch ein paar saftige Dinger gegeben, aber er hat sich halt zurückgekämpft, muss man so sagen. Und da stehe ich auch dazu, und er hat sein Bestes gegeben, war im Endeffekt mehr als ich geben konnte, und dann habe ich halt verloren. Ja. Leider wurde mir gerade gesagt, dass wir gleich aufhören müssen. Aber nicht von meinem Management. Von deinem Management, nein. Deswegen möchte ich dir noch ein paar Fragen stellen. Und zwar möchte Merwan wissen, ob du nicht Angst hast, dass Farid ihn in Asphalt Massaker 3 zerstören könnte. Mich? Ja, er hat ja diverse Disses angekündigt. Aber ich glaube, mich hat er gar nicht erwähnt, oder? Weiß ich nicht, bin ich überfragt, wenn es Nee, gefragt aber wird. Angst habe ich. Nee, also wie gesagt, wenn jemand das Bedürfnis hat, mich da zu erwähnen oder zu dissen oder so, dann gehört es auch für mich dazu, und dann ist es auch okay. Aber ich werde da weder eine Antwort geben oder noch irgendwas. Also ja, aber ich finde es ja trotzdem interessant, dass ich noch dann teilweise doch so relevant genug bin, dass ich erwähnt werde. Das sehe ich auch als Kompliment, auch wenn es irgendwie krank scheint, aber ist so. Okay, eine interessante Frage von Benedikt Wichert kam rein, und zwar: Wie findest du, gerade du als Agro-Berlin-Künstler, als ehemaliger, wie findest du, dass deutscher Rap weich geworden ist und zum Teil gar nicht mehr Rap ist, aber so kategorisiert wird? Nochmal? Findest du, dass deutscher Rap weich geworden ist und zum Teil eigentlich gar nicht mehr Rap ist, aber so kategorisiert wird? Wahrscheinlich meint der Crow Casper die Schiene. Ja, Wo es angeblich so heißt. Ja, ich finde, Rap ist so vielseitig. Es gibt natürlich Leute, die finden realen Rap nur diese harte Schiene, aber für mich ist real das zu machen, was man ist. Und wenn Crow solche Pop-Rap-Musik macht, dann ist es für mich total real, weil er kommt aus einer guten Gegend, es hatte nie irgendwelche Probleme, so wie ich das mitgekriegt habe. Also warum soll er denn über Gangsterzeug rappen oder so? Also ich finde, er macht das, was er macht, perfekt. Ist perfekt abgestimmt, ist genau sein Ding. Man nimmt es ihm zu 100% ab, und das ist für mich real. Bevor gleich massiv kommt und mir die Nase noch krummer schlägt, als sie schon ist, habe ich eine letzte Frage, und zwar: Weißt du was von Dennis Evert möchte das wissen, weißt du, was aus Fuhrmann und Band geworden ist? Band ist Elektro-DJ mittlerweile. Der ist viel unterwegs und legt viel auf. So Cool nennen die sich, glaube ich, ist er und sein Partner. Und Fuhrmann rappt hier und da ein bisschen, hält sich halt so über Wasser und macht halt so sein Ding, chillt viel mit Kumpels. Ab und zu sehen wir uns auch. Hat auch jetzt in zwei neuen Videos von mir mitgemacht. Und ja, macht halt so sein Ding. Alles klar, ich bedanke mich für das nette Interview. Hat mir Spaß gemacht. Wünsche dir noch viel Erfolg gleich auf der Bühne. Ja, danke schön. Alles Gute, check das Album ab. Retro heißt das, kommt am 9.1. mit ganz vielen Features. Schaut euch den ersten Teil an, wenn es euch interessiert, wer alles drauf ist. Abonniert den Channel, liked das Video, kommentiert. Das volle Programm. Peace.